Die algebraische Geometrie hat als wichtiges Teilgebiet der Mathematik eine lange Tradition mit Querverbindungen in viele andere mathematische Disziplinen wie Zahlentheorie, Algebra, Differentialgeometrie oder Topologie und seit jüngerer Zeit auch in die mathematische Physik. Zentraler Gegenstand der Untersuchungen sind geometrische Objekte, die als Nullstellen polynomialer Gleichungen beschrieben werden können. Oft ist allerdings die Geometrie selbst einfachster Strukturen so kompliziert, dass man sie nicht komplett verstehen kann. In der abzählenden Geometrie beschränkt man sich daher darauf, gewisse Klassen von Objekten zu zählen. Das einfachste Beispiel ist hier die Aussage, dass man genau eine Gerade durch zwei gegebene Punkte legen kann. Wenn man aber nun statt einer linearen Gleichung, die eine Gerade bestimmt, eine quadratische Gleichung betrachtet, ist die Antwort schon schwieriger. Das klassische Problem von Apollonius, die Frage nach der Anzahl der Kreise, die tangential zu drei gegebenen Kreisen in allgemeiner Lage liegen, hat als Antwort nämlich 8. Viele konkrete Fragen in dieser Richtung haben zur Entwicklung neuer Theorien und Techniken geführt. Vor etwa 30 Jahren hat das Gebiet einen unerwarteten Aufschwung genommen, als Physikerinnen und Physiker Antworten auf Fragen fanden, die für Methoden der algebraischen Geometrie außer Reichweite lagen. Gewisse Dualitäten, Spiegelsymmetrien, die mathematisch weiterhin unbewiesen sind, erlaubten es ihnen, bestimmte enumerative Größen, sogenannte Gromov-Witten-Invarianten, neu zu verpacken und erstmalig zu berechnen. Neben den Fields-Medaillisten Eduard Witten und Maxim Koncevich hat auch der Doktorvater von Georg Oberdick, Rahul Pandaripande, dieses Gebiet wesentlich geprägt. Georg Oberdick hat zu dem sich dramatisch entwickelnden Gebiet der Gromov-Witten-Invarianten seit seiner Promotion 2015 an der ETH Zürich bahnbrechende Beiträge geleistet. Dabei ist es besonders beeindruckend zu sehen, wie er mit immer neuen Methoden Fortschritte zu zentralen Fragen des Gebietes erzielt. So löste er gemeinsam mit Aaron Pixton die reduzierte Gromov-Witten-Theorie von Kurven in Calabi-Yau-Varietäten, die sich als Produkt einer K3-Fläche und einer elliptischen Kurve schreiben lassen. Damit konnte Herr Oberdick eine Vorhersage theoretischer Physiker nicht nur mathematisch bestätigen, sondern wesentlich verallgemeinern. In einer weiteren Arbeit, gemeinsam mit Yunyang Shen, konnte er eine Transformationsformel beweisen, die es erlaubt, zwischen verschiedenen Arten des Zählens rationaler Kurven zu übersetzen. Wiederum gelang es ihm damit, eine Vermutung der Physik mathematisch zu verifizieren. Georg Oberdick gehört zu den vielversprechendsten jungen Vertretern der algebraischen Geometrie. Schon jetzt genießt er international ein beachtliches Renommee. Mit seiner Berufung als Bonn Junior Fellow an das Hausdorff Center nach Bonn ist das Gebiet der enumerativen algebraischen Geometrie erstmalig prominent in Deutschland vertreten. Und sein Einfluss auf die nächste Generation ist schon jetzt deutlich spürbar. Mit der Verleihung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises ermutigen wir Herrn Oberdick, diesen Weg weiter erfolgreich zu beschreiten. Herzlichen Glückwunsch!